Hallo und herzlich willkommen zum ersten The Buzz Video hier auf meinem Kanal. Bevor wir so richtig loslegen, das Game ist seit mittlerweile 2 Tagen draußen. Wait a second, 2 Tage? Ja, für mich 1 Tag, für euch wahrscheinlich 2 Tage, je nachdem. Mittlerweile sind ein paar mehr Wochen ins Land gezogen und ich bin jetzt erst dazu gekommen, das Video hier zu bearbeiten und zu schneiden und hochzuladen. Das Spiel ist seit einem Tag draußen in dem Early Access in der Phase 1.0, noch in der Alpha. Das heißt, Bugs werden höchstwahrscheinlich jede Menge da sein, aber dafür ist ja auch eine Early Access Phase da, um Bugs zu finden, zu beheben und bei der Entwicklung des Spiels auch noch mehr auf die Wünsche der Community einzugehen. Also Sachen, die noch kommen werden, ist einmal Tutorials. Dann der Wirtschaftsmodus. Der Wirtschaftsmodus kommt, soweit ich mich erinnere, in Phase 3. Mir fällt gerade auf, ich habe es immer noch gar nicht nachgelesen, aber ich meine, es wurde geändert von Phase 2 auf Phase 3 und der Multiplayer von Phase 3 auf Phase 2. Mods wird es auch noch geben. Das Spiel ist in einer 1:1-Scale von Berlin aus dem Jahre 2018. 18. Genau, also ja, der Wirtschaftsmodus, der kommt in Phase 3, der Multiplayer kommt dann in Phase 2, in Phase 3. Nee, Moment, Gott, ich guck gerade bei Phase 3 und zeige auf den Multiplayer, wow. Also der Multiplayer, der kommt in, soll aktuell in Phase 2 kommen, für den Freeplay-Modus und dann in der dritten Phase soll es unter anderem dann den Wirtschaftsmodus geben und dann dementsprechend auch für den Multiplayer-Modus in Phase 3.0 dann auch ein Update, dass man auch im Multiplayer mit dem Wirtschaftsmodus fahren kann. Auch in der dritten Phase kommen dann Tutorials und Checklisten und so weiter und so fort. Nachrichten werden auch nochmal eingeblendet. Man hat hier auch nochmal die Möglichkeit, auf die Roadmap zu klicken. Aktuell noch öffnet sich das im Browser, soll, soweit ich mich erinnere, auch nochmal implementiert werden ins Game selber. Ich kann euch einfach mal hier den Link dazu in der Beschreibung verlinken. Das Ganze von DML Studio, von denen ja auch der Fernbus Simulator kommt, als auch der Tourist Bus Simulator. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich nochmal hier das anmachen. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, bei Mods, also es ist halt Berlin aus dem Jahre 2018 ist halt dargestellt, oder Teile von Berlin aus dem Jahre 2018. Heißt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die ein oder anderen kreativen Köpfe dann irgendwann mal Mods rausbringen, wo Berlin von heutigen Zeitalter da ist. Dann haben wir noch hier die Karte, kann man nichts machen, kann man nicht draufklicken. Eben das offene Spielername und Rang und Erfahrungspunkte kann man auch noch nicht draufklicken, aber das wird noch alles kommen. Dann haben wir das freie Spiel, wenn wir die Karte, können hier verschiedene Karten auswählen, wenn es mehrere Karten gibt. Dann haben wir hier zum einen die Möglichkeit, so mit dem Citywide LF12M fahren oder halt mit dem Gelenkbus. Ich würde mal sagen, ich fahre einfach mal in der ersten Tour mit dem Solo-Bus, nennen wir es mal so, also nicht mit dem Gelenkbus. Steuerung auch realistisch. Dann nehmen wir mal Samstag. Wir nehmen einfach mal 10 Uhr. Ich nehme die Route 1. Ich muss zugeben, ich bin schon mal gefahren, aber ich habe dann in den Grafikeinstellungen nicht die richtigen Einstellungen gefunden, dass es ansehnlich war. Ich das jetzt quasi einfach nochmal anmache. Genau, wir haben verschiedene Wettermöglichkeiten. Wir haben einmal das dynamische Wetter, dann sonnig, Niederschlag, Sturm, Nebel, Niederschlag, Nebel und Niederschlag. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal mit sonnig. Im nächsten Video gehen wir mal dann auf Niederschlag, danach auf Sturm, Nebel und Niederschlag. Einfach um alles schon mal gesehen und gefahren zu haben. Und danach nehme ich einfach immer nur das dynamische Wetter so. Ja, das heißt, ich bleibe erstmal bei sonnig und ich würde sagen, dann starten wir die Fahrt. Das war jetzt so weird. So,
glaube, wir sind jetzt hier am Flughafen Berlin-Tegel. Dann steigen wir mal ein. Das ist jetzt erst, dass der gute Fahrten so weit dran steht. Aber ich muss auch dazu sagen, oh Gott, jetzt kommt noch ein Sonne raus, super. Ich wäre auch der Letzte, der irgendwie sagen könnte, okay, das und das. Sieht aktuell nicht mehr so aus, denn ich glaube, das letzte Mal, als ich in Berlin war, das müsste... ich habe es gestern ausgerechnet, jetzt habe ich es wieder nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, war es 2013? Ich starte mal die Zündung und, wait a second, funktioniert das ja mittlerweile? Kriege ich das mittlerweile hin, dass ich das von hier mache, oder muss ich einfach immer noch... Okay, es geht jetzt mittlerweile. So, also gestern funktioniert das nicht. 56... Nein, das war daneben. Läuft. Drei und fünf. Ach, ich bin noch zu blöd, ne? 5, 3, 6, 2, 9. Ich habe das Gefühl, ich muss gerade ein bisschen länger warten, aber irgendwann kriege ich es auch hin. So, wunderbar. So, damit schon der erste ein Ticket haben. Einen Einzelfahrschein AB. Schnappen wir uns mal das Geld. 20 Cent zurück. Was? Inkorrekte Einzelfahrschein. Ach, ABC, nevermind. Bisher wollten sie alle immer nur AB haben. Aber heute wohl ABC, ich verstehe. Sogar perfekt bezahlt, wunderbar. Also wo war ich? Ach ja, ich war bisher auch nur, also ich müsste ungefähr, erstmal mit dem Motor starten. Oh wow. Ich müsste... Man hört ihn, er ist da, er ist laut. Moment, die Abfahrt ist um 12.12 Uhr, das heißt, ich springe mal zur Abfahrt, wenn ich es wieder finde. Da haben wir es. Dann schließe ich mal die Fronttüren. Lösen und dann können wir los. Nein. Ich muss da eine Minute warten. Noch geht's nicht los. Das Schöne ist, man hat halt hier. Man hat halt hier die wo man gerade ist. Man hat gerade die Altstadt, wo man ist. Man hat hier die Uhrzeit, wenn man abfahren muss. Man hat hier noch die Uhrzeit, wie spät es ist und so weiter und so fort. Prinzipiell kennen wir das grob ja auch schon von. Tourist Bus Simulator und vom Fernbus Simulator. Ja, genau, 2011 war ich ungefähr das erste und einzige Mal. Vielleicht war es auch 2012, ich weiß schon gar nicht mehr. 2012, nee, Moment, 2012 war ich dann, glaube ich, in London, oder? Ah, nee, Moment. Das war 2012. 2012 war ich das erste und einzige Mal in Berlin. Macht so auch viel mehr Sinn. So, dann wollen wir jetzt mal wirklich los. Erstmal Richtung Hauptbahnhof, bevor wir dann zu unserer Endhaltestelle fahren. Kann sein, dass ich noch so ein bisschen was in den Einstellungen von der Grafik ein bisschen justieren muss, aber ich muss auch dazu sagen, meine Grafikkarte ist eigentlich nur für die Mindestanforderungen zu haben. Also ich habe eine AMD Radeon R280. Also die ist jetzt auch mittlerweile, glaube ich, 6 Jahre alt, 8 Jahre alt. Irgendwas um den Dreh.
Also, ja. Ich kenne in Berlin mich eigentlich so gut wie null aus. Also, ich habe auch von Berlin auch wirklich, ich weiß nicht mal mehr, wie wir uns in Berlin fortbewegt haben, ob wir da mit dem, ob wir da immer nur mit dem Bus mitgefahren sind, mit dem wir da nach Berlin gefahren sind, oder ob wir da irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind. Daran kann ich mich kein bisschen erinnern. Ich kann mich nur noch an, oh, ich muss mich jetzt links halten, ne? Oder nee, muss ich nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Musste ich mich links halten oder ging das schon klar? Ich musste mich links halten. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie ich mich in London fortbewegt habe, aber ich meine auch, ich bin mir gerade unsicher, es könnte gut sein, dass wir, wobei, nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, es könnte gut sein, dass wir, uns in Berlin so fortbewegt haben. Moment. Ich glaube, ich weiß, was ich nochmal runterstellen könnte. Meine Grafikeinstellungen. Mache ich dann allerdings, wenn wir dann beim Buchholzweg sind. 1 Kilometer haben wir noch bis dorthin. Wobei eigentlich passt das prinzipiell. Ja, gut, jetzt habe ich das ein bisschen mal nachladen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter runterstellen. Vielleicht wieder auf hoch. Und nicht nur auf episch. Ich ändere dann gleich das nochmal kurz, wenn ich dann stehe. Okay, der möchte tanken. Kamera bitte nach vorne, danke. Hallo. Gott, oh Gott, oh Gott. Manchmal dauert das echt lange, bis die Kamera wieder vorne ist. Aber ja, um nochmal auf das Zeug zu kommen, was ich gefühlt seit 10 Minuten sagen will. Also in Berlin kenne ich mich halt so gut wie gar nicht aus, also. Das heißt so gut wie gar nicht, ne? Also man kennt halt so die Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort, aber das war es dann auch schon gewesen. Ich muss zugeben, ich glaube, ich bin bisher eigentlich auch nur mit dem Gelenkbus gefahren. So, eine Minute muss ich jetzt warten, bis die Abfahrt, wieder bereit bin. Ich muss schon sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so ist, aber ich persönlich. Ist der jetzt? Danke. Noch nicht gelassen. Ich muss schon sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mit der Steuerung vom Gelenkbus auch ein bisschen besser klarkomme. Aber es ist auch nur so ein Feeling, wobei ich mittlerweile jetzt so bei dieser Fahrt auch schon sagen muss, dass ich mit dem Nicht-Gelenkbus auch gut vorankomme, auch gut klarkomme. Gondeln wir jetzt hier mit. Hallo? Diplomat, danke. Gondeln wir jetzt hier doch mit 40 lang. Aber was ich auch schön finde, dass es halt solche engen Straßen sind, ne? Also.
gibt ja einige Spiele, wo die Straßen dann auch schon ein bisschen breiter sind, aber das fand ich ja auch schon beim Tourist Bus Simulator gut, dass es halt so enge Straßen sind. Gut, jetzt hier in The Bus haben wir natürlich so eine Mischung aus engen Straßen. Beispielsweise beim Charité ist es auch relativ eng. Aber wir haben halt auch solche breiten Straßen wie jetzt gerade hier. Die sich nochmal aufteilen und nochmal genauso breit bleiben. Hier müssen wir nicht halten. Oh Gott. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere eigenen Routen zu erstellen. Und so weiter und so fort. Aber ich würde auch schon fast sagen, das sind eher so Sachen, um die kümmere ich mich. Und die schauen wir uns an, wenn der ökonomische Modus mit dabei ist, wo wir eine eigene Firma quasi aufbauen, eine eigene Firma, eigene Busse kaufen können, eigene Fahrer einstellen können. Ich finde, da macht das dann schon ein bisschen mehr Sinn, dass ich mich dann auch mehr dann eher damit beschäftige. Weil aktuell ist das ja noch nicht so relevant brauchbar. Ich habe das Gefühl, seitdem ich es eingestellt habe, ist das hier. Das können wir ja kurz mal testen. Ich kann jetzt ja nochmal kurz. Mit euch gemeinsam das nochmal höher stellen. Ob ich dann den Bus wieder besser sehe. Nein, das ist immer noch unscharf. Okay. Bus sage ich schon, LKW. Aber ich. Ich bin jetzt aber auch schon echt gut dabei. Da haben wir die Zuglinien. Ich bin, würde ich sagen, schon gerade gut dabei, so was das Zeitliche betrifft. Ich glaube, meine allererste Tour, die war dann doch schon, als ob ich S-Bahn fahren würde. Also, der Zeit hinterher. Irgendwann hatte ich 10 Minuten Verspätung. Es war schon unangenehm. Man merkt, dass die KI einem aber auch echt die Zeit gerne nimmt. Muss man so formulieren. So gemütlich, wie sie gerade vor mir herfährt. Also wenn dann der ökonomische Modus draußen ist, der Wirtschaftsmodus draußen ist, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man halt auch tanken muss und sonstige andere Kleinigkeiten erledigen muss. Zum Early Access, also was Bugs und so weiter betrifft, muss ich auch dazu sagen, bisher habe ich keine, ja gut, hat ein bisschen was im Hintergrund geflackert, aber da war es auch mit der Grafikeinstellung ein bisschen anders und mit dem Grafik-Setting und so ein bisschen. Das Einzige, was ich halt merke, dass es hier ist halt ab und zu ein bisschen flackert und ab und zu auch hier, aber das war auch ja, gestern, also mehr gestern habe ich es ja gesehen. Aber es ist schon ab und zu mal so ein bisschen am Flackern. Das Spiel ist mir bisher nur ein einziges Mal abgestürzt. Also bisher muss ich schon sagen, sind mir nicht so viele Bugs aufgefallen. Also ich habe auch nochmal bei Steam geschaut, was da so alles geschrieben wurde, was dann so alles für Bugs da sind, dass das Spiel gar nicht mehr, dass das Spiel überhaupt nicht startet, dass man das Spiel startet, man aber nicht irgendwie reinladen kann und so weiter und so fort. Und teilweise auch, dass irgendeine Brücke, ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, welche das war, was eine Brücke halt, ja,
keine Kollision hat und dass die KI und man selber da durchfällt, dementsprechend quasi ins Wasser fällt. Das ist alles, habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Halt ab und zu mal halt, hab ich halt persönlich diese Ruckler. Das kann sowohl an meiner, das kann sowohl an meiner Hardware liegen, kann auch im Early Access sein, liegen. Weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es eher an mir liegt. Kann natürlich auch an meinem Early Access liegen, aber ist ja auch halb so wild. Ja, also. Vor allem jetzt, wo es noch keinen Economy-Modus gibt, ist es halb so wild. So, nächste Halt ist dann die Turmstraße. Oh, da war ja was. Ich bin jetzt nicht. Ich bin ja kein Fahrradfahrer. Also, wenn ich mal ab und zu mal auf dem Fahrradweg fahre und mir das nicht direkt auffällt, liegt das eventuell daran, wie gesagt, weil ich mich halt null in Berlin auskenne. Und ich es dann einfach zu spät gesehen habe. Hat den Blur-Effekt, den werde ich wahrscheinlich dabei bei der nächsten Fahrt rausnehmen. Und versuchen rauszunehmen. Da möchte ich jetzt nicht noch mehr drin fuschen in den Grafikeinstellungen. Das mache ich dann zwischen den beiden Videos. Aber ich muss schon sagen, das, was ich bisher jetzt sehe oder gesehen habe von The Bus, muss ich schon sagen, gefällt mir sehr gut. Also lässt ja gut. Das Einzige, was halt ich persönlich super nervig finde, wofür The Bus tatsächlich gar nichts kann. Oh, ich muss schon wieder weiter. Ist halt, dass das Steam Overlay halt, ja, ich glaube, ich muss noch irgendwie, ich weiß nicht, ob man die Sitzposition ändern kann, aber wenn es möglich ist, dann muss ich die Sitzposition ändern, dass ich halt, weil ich muss eigentlich die Kamera ein bisschen nach oben machen, um halt wirklich zu sehen, ob was kommt oder nicht. Muss ich mal mich echt dran gewöhnen, das zu machen, wenn ich losfahre. Aber das Steam Overlay, oh Gott. Das ist halt eher so ein Ding, was halt eher bei, an, wie heißt es, an Streamlabs OBS liegt, also denke ich mal. Oder vielleicht doch am Game, ich muss dann mal gucken, wie es bei anderen Games ist, also vielleicht liegt es doch an Sebastian. Ich weiß es nicht. Muss ich mir dann nochmal anschauen. Aber, weil ich The Bus auch nicht auf den anderen Monitor verschieben kann. Ist das im Grunde genommen auch so, dass ich dieses, also ich The Bus echt nicht aufnehmen kann im Sommer und so. Also meine Augen, die bluten quasi förmlich auch schon wieder. Die schreien nach Schlaf, obwohl ich eigentlich nicht müde sein sollte, aber ja. Danke Sonne und so. Gut, dass es wieder voranging. Ah, wait, ich hätte. Wie war denn das noch? Das war, glaube ich, war das zweispurig?
zweispurige Abbiegung oder wo die. Nee, das war so. Okay. Dann ja gepasst. Das hat dann ja gepasst. So, 6,5 Kilometer bereits gefahren. Das Schöne ist halt, dass es halt wirklich so 1:1 ist. Muss ich überlegen, okay. Weil so sehe ich halt wirklich kaum was. Fehlt die Perspektive nach oben, dass man noch ein bisschen weiter nach hinten gucken kann. So, dann geht's zum Hauptbahnhof. Also. Das Schöne ist, es ist eine Tagesfahrt. Wenn das jetzt noch eine Nachtfahrt wäre, dann wäre es halt noch schlimmer zum Fahren. Für mich mit der Sonneneinstrahlung von der Seite, die das komplette Zimmer zum Strahlen bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber zeitlich, ne, verliere ich jetzt gerade wieder. Scheinbar geht es wirklich so mehr in die Gegend rein, wo man halt wirklich kaum was sieht. Ne, die Verspätung, die ist jetzt mittlerweile da, ne? 4 Minuten Verspätung, obwohl ich eigentlich nur dem Fließtempo des vorausfahrenden Verkehrs gefolgt bin. Den Bahnhof. Ah, ich glaube, hier könnte dann hier nochmal die Einstellung ändern. Dann wollen wir mal hier halten. Wir müssen einsteigen. Alle sind ausgestiegen. Dann kann die wilde Fahrt ja weitergehen. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich keine Fahrradfahrer geben wird oder so. Einfach nur so ein Guess, wobei hier laufen ja auch Fußgänger, die prinzipiell auch ungeschützt sind, um es mal so zu formulieren. Wer weiß, vielleicht wird es jemand auch nochmal Fahrer geben, wobei ich glaube, das ist auch wieder eher wahrscheinlich auch animationsmäßig ein bisschen unangenehmer ist, aber es wäre auch unangenehmer für uns, wenn wir hier lang fahren und dann hier Fahrradfahrer lang fahren. Ne? Also müsste der Truck die Linie halten, wir die Linie. So, ich fahre mal einfach mit 53, weil ich einfach so viel Zeit verloren habe. Und ich mir den Teil wieder gut machen möchte. Bei 5 Minuten Zeit habe ich. Fünf Minuten gehe ich gerade hinterher. Wahrscheinlich kommen wir jetzt auch nochmal auf die 10 Minuten. Wahrscheinlich kommen wir nochmal auf die 10 Minuten Verspätung. Alle drin. Alle drin. Dann wollen wir mal weiter.
Aber ich finde auch die Fahrzeugmodelle, die finde ich, die sind schon sehr schick, ne? So doch schon stark SUV-lastig zum Teil. Ich habe das Gefühl, man sieht sehr viele SUVs. Aber trotzdem, vom Modell her ist es halt echt sehr schick. Sehr gut gelungen. Eieieiei. Ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich doch nicht mit dem Gelenkbus gefahren, ich weiß es nicht mehr. War zumindest gerade dieselbe Kurve. So, immer noch eine Verspätung von 5 Minuten. Da möchte ich mal wieder ein Ticket haben. Jetzt haben wir wieder AB, okay. AB Einzelfahrschein. Schön. Und dann geht's auch für uns rauszoomen weiter im Text. Kommt niemand, sehr schön. Dann geht's jetzt zum Charité. Oh Gott, du willst ja weiter rechts halten. Ich sag, hier ist es ein bisschen enger. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich es im Dunkeln, in der dunklen Fahrt mit niedrigerer Texturqualität, hat es dann hier vorne geflackert. So ein, ja, was war das? So eine moderne Litfaßsäule, das heißt einfach mal, glaube ich, war das, die dann geflackert hat. Aber das ist ja jetzt gerade nicht mehr der Fall, von daher alles gut, lag dann einfach nur an den einer niedrigen Grafikqualität. Dasselbe nochmal, wieder Einzelfahrschein AB. Okay, wollte einfach noch nicht wieder. Kommt nix, dann kann ich ja weiterfahren. So, schön, dass das Navi jetzt wieder aufgegeben hat. Aber soweit ich mich erinnere, war es immer geradeaus, oder? Ja, einfach mal geradeaus. Ah, jetzt ist das Navi wieder da. Perfekt. Perfekt, aber gut. Den Streckenabschnitt hätte ich sogar noch, glaube ich, gewusst, dass es weiter geradeaus geht, aber gut. Die andere Karte hat ja auch geholfen. Jetzt auch eher ein kurzer Abschnitt. 4 Minuten Verspätung trotzdem. Mal wieder ABC. Der wartet sogar. Wie freundlich von ihm. Dann geht's jetzt zum Brandenburger Tor. Abbiegen, alles klar. Wir wollen noch in links abbiegen.
Alter. Beinahe zu weit. Bei dieser Abbiegung hat es, glaube ich, beim letzten Mal glaub ich, auch geleckt. Kann aber einfach daran liegen, weil wir jetzt halt hier auf eine etwas verbautere Straße wieder kommen. Oder gekommen sind. Wieder AB. Sehr schön. Gut, Abfahrt. Denn die Verspätung ist wieder da, bei 5 Minuten. Das Einzige, was mich halt hier wieder verwirrt, dass ich jetzt die ganze Zeit nur 20 fahren darf. Und die KI einfach an mir vorbei rast. Okay, jetzt habe ich 50. Aber gut, die Ampel ist ja noch rot. Boah, die Sonne, die hat echt reingekickt. Muss ich schon echt sagen. Die Sonne in-game, die kriegt jetzt ja gerade auch echt rein. Das ist einfach... Die komplette linke Seite einfach so heftig beleuchtet ist. Aber weil ich auf jeden Fall sagen kann, gut, ein Depot, das Depot kommt ja auch nochmal. Also es wird noch sehr klar, na, es ist Early Access. Es ist erst die erste Phase vom Early Access, da werden noch so viele geile Sachen kommen. Und es ist einfach wieder schön, halt bei der Entwicklung dabei zu sein. Und ja, ich meine, da man ja sogar schon von TML-Spiel quasi den Fernbus-Simulator kennt und den Tourist-Bus-Simulator, wo man halt auch weiß, okay, das sind Sachen, die werden halt auch im Nachhinein noch weiterhin supported und die Entwicklung, die wird auch so lange vorangetrieben, bis es halt stimmig ist. Das ist halt auch, finde ich, eine Sache, die man halt auch schon dann bereits in der Early Access Phase mit unterstützen kann. Und halt die Early Access Phase bis zum kompletten Release halt auch ein bisschen. Jetzt kam ich, glaube ich, jetzt hier. Okay, doch nicht, never mind. Das war in der anderen Richtung. Zumal ich das auch ganz anschauen kann, wie das Ganze entwickelt wird und so weiter und so fort. Also man weiß halt, okay, es werden nice Sachen werden, ne? Also besonders so im Tourist Bus Simulator gab es ja halt auch den den Wirtschaftsmodus. Was ich ja immer sehr nice finde, also ich sag mal so, wenn ab Phase 3 werde ich dann primär mit dem Wirtschaftsmodus unterwegs sein, einfach aus dem Grund, weil ich halt, ne? Diejenigen, die mich kennen, oder diejenigen, die mich jetzt halt in dem Fall nicht kennen, ich mach's in der Regel immer so, dass in jedem Spiel, wo halt der Wirtschaft, wo es einen Wirtschaftsmodus gibt, bevorzuge ich einen Wirtschaftsmodus. Einfach um das Ganze halt nochmal so ein bisschen. ABC war das, na jawohl, ABC. Einfach, weil dann noch so ein bisschen eine weitere Grundchallenge mit drin ist. Wollten nicht einsteigen? Oder wollten sie einsteigen? Ich bin jetzt wirklich verwirrt. Von daher werde ich mich dann auch primär mit dem Wirtschaftsmodus dann beschäftigen. Sobald er draußen ist. Natürlich am Anfang sowieso, weil er halt neu ist und so weiter und so fort. Einfach nur um zu schauen, wie er so ist. Aber wenn es ähnlich wird wie im Tourist Bus Simulator, dann
Dann werde ich den auf jeden Fall primär dann auch wieder nutzen. Na, alle drin. Dann geht es auch jetzt schon zur Endhaltestelle. Also im späteren Verlauf in der Early Access Phase wird es halt auch nochmal Bus-KI-Verkehr geben. Wer weiß, vielleicht kommen auch nochmal Straßenbahnen dazu. Das würde zumindest für das ganze Feeling halt wieder ein anderes sein. Mehr noch dazu geben. Ganz normal einen ordentlichen Schub geben. Aber es wirkt ja jetzt auch schon gut. Ja. So, das war die Route. Ach, die nächste. Ach, man kann jetzt die nächste Route auswählen. Ah, ich verstehe. Ja, das. War beim letzten Mal, glaube ich, auch anders. Dann stand da hier irgendwie, da waren dann, glaube ich, 5 Sterne oder so. Heißt, man könnte jetzt prinzipiell direkt weiterfahren. Lassen wir das dabei und fahren dann vielleicht die zweite Route dann einfach, oder die Route 2 einfach im nächsten Video. Ich denke mal, dass es auch den einen oder anderen Livestream zu The Bus geben wird. Sowohl jetzt in der Phase, in der 1.0er Phase, als auch in den weiteren Phasen. Ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das bisher so findet. Genau, ihr könnt auch mal in der Roadmap gucken, was da alles so noch auf uns zukommen wird. Was euch vielleicht noch selber einfällt, was noch fehlen könnte oder sonstiges. Was ich aber auch gut finde, ich weiß zwar noch nicht, an welcher Phase das kommt, vielleicht ist es einfach nur gerade ein Placeholder. Das ist wahrscheinlich nur noch nicht implementiert, wird es aber auch geben, dass man halt den Spielnamen und so weiter hat. Ja, es gibt verschiedene Speicherstände und so weiter. Genau, in Phase, also klar, im Singleplayer, der Wirtschaftsmodus, da kann man halt seine eigene Firma erstellen, Fahrzeuge kaufen und die Sachen natürlich Fahrer einstellen, das Ganze reparieren und so weiter. Man generiert dann halt das Einkommen über die Ticketverkäufe. Es gibt auch, wie ich jetzt gerade sehe, auch KI, Straßenbahn und so weiter und so fort. Also es wird einiges geben, aber wie gesagt, klar, es gibt noch hier den Editor, wo man hier das Ganze, ich sag mal, gut planen kann. Das sind dann Sachen, ich denke mal, um die ich mich dann eher dann im Wirtschaftsmodus kümmere, weil sie da eher relevant sind, es sei denn, dass in Phase 2.0 die KI-Busse dann halt auch hier implementiert sind, dass sie dann hier fahren. Dann würde es natürlich auch schon in der Phase 2.0 mitmachen. Und das sind halt jetzt aktuell jetzt hier, also Route 1, klar, von Tegel nach zum Alex und dann umgekehrt. Dann geht es nochmal nur zum Robert-Koch-Institut und so weiter. Also es gibt schon so hier verschiedene Strecken. Interessant, also es gibt einige Routen und so weiter, die man noch fahren kann.
Es wird auch in Zukunft weitere Linien geben. Und zwar gibt es in Phase 2.0 die Linie 100 und 200 mit verschiedenen Routen. Also die Linie mit verschiedenen Routen. Also gibt es nochmal zwei weitere Routen in Phase 2 und danach in Phase 3 gibt es dann nochmal die Linie 245 mit verschiedenen Routen. Und klar, ne, es gibt halt eine Linie, so wie es jetzt aktuell gerade ist. Und ich könnte prinzipiell, wenn ich mich recht entsinne, einfach hier auch sogar nochmal eigene Routen irgendwann erstellen. Also man kann jetzt hier neue Linien erstellen und so weiter und so fort. Das könnten wir natürlich auch machen, gar kein Problem. Das ist alles im Bereich des Möglichen, dass wir vielleicht ein paar andere Linien noch weiterhin dazu packen. Oder noch ein paar, ja genau, ein paar Linien, nee, ein paar Routen dazu packen. Das sind alles Sachen, die wir noch machen können, die wir bereits schon machen können. Ihr könnt auch mal gerne schreiben, was ihr noch sehen wollt. Also klar, ne, ich werde natürlich hier noch weiter umherfahren, auch mit dem Gelenkbus, mit anderem Wetter etc. pp. Auch die andere Linien, andere Routen und so weiter. Aber ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr abgesehen davon gerne sehen wollt. Weiterhin während der Early Access Phase, wie gesagt, Bugs kann es jederzeit geben. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon sehr auf die zukünftigen Early Access Phasen und den zukünftigen Features, die TML Studios hier integriert in The Bus. Auch was es für weitere Karten geben könnte, sei es durch Mods und so weiter und so fort. In dem Sinne bedanke ich mich aber auch erstmal vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, sehe ich dann im nächsten Video wieder.